Herzlich willkommen zurück beim Nerd Navigator zum 10. Video von D&D in 2 Minuten. Heute will ich einmal auf die Zaubereingriffe eingehen, allerdings zeige ich dieses Thema nochmal in 2 Videos. Heute im ersten Teil will ich euch erklären, was ihr überhaupt herauslesen könnt aus einem Zauber, wenn ihr das D&D-Buch aufschlagt und dort eine Zauberbeschreibung vor euch liegt. Was genau das ist, was man für einen Zauber braucht, was es zu beachten gilt, und morgen dann gehen wir darauf ein, wie man mit einem Zauber genau angreift. Also bleibt dran, gleich folgt die Erklärung. Zauber in Dungeons & Dragons teile ich persönlich in 3 Sparten auf. Das erste sind einmal die Zaubertricks, dann die Rituale und dann die Zauber an sich. Zaubertricks ist etwas, das du durch deine Ausbildung immer und immer wieder dir verinnerlicht hast und deswegen ohne materielle Komponenten einfach immer und immer wieder wirken kannst. Rituale hingegen, das ist ein kleiner Ritualtag bei dem jeweiligen Zauberbeschreibung dabei. Das sagt aus, dass du diesen Zauber auch als Ritual ausüben kannst. Das heißt, du nimmst dir 10 Minuten länger Zeit als die Zeit, die du eigentlich brauchst, um ihn zu wirken, und verbrauchst dafür aber keinen Zauberplatz dann. Zu guter Letzt, die Zauber sind für mich eigentlich alles andere, was im Spellbook drinsteht. Essentiell bei dem, was ich jetzt gesagt habe, ist, wer aufgepasst hat, der Zauberplatz. Jede Klasse oder jede zauberwirkende Klasse, besser gesagt, hat Zauberplätze von Grad 0 bis Grad 9. Grad 0 sind zumeist die Zaubertricks und dann beginnt es von Grad 1 bis Grad 9, um Zauber zu wirken, die dann natürlich in ihrer Mächtigkeitskurve steil nach oben steigen, je nachdem, was für ein Grad Zauber sie sind. Um einen Zauber wirken zu können, brauchst du den entsprechenden Grad. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Grad 1 Zauber wirken willst, streichst du einen deiner Grad 1 Zauberplätze und wirkst dann diesen Grad 1 Zauber. Hierbei ist wichtig, für einen Zauber, den man wirken will, muss man immer den entsprechenden Grad haben. Das heißt, ein 1er kann auf einem 1er gewirkt werden, ein 2 auf einem 2er, ein 3 auf einem 3er etc. etc. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man vielleicht auch 1er Plätze auf Grad 2 Zaubern oder Grad 3 Zaubern vielleicht wirken oder 2er auf 3ern und so weiter und so weiter? Ja, das ist tatsächlich möglich. Wenn du dann dich entscheidest, einen kleinen Zauber, weil er besser zur Situation passt, auf einem höheren Grad zu wirken, hat dieser Zauber meist eine stärkere Wirkung. Das steht beim Zauber unten immer dabei. Beispielsweise beim Zaubern kann es dann heißen, wenn man sie auf höheren Graden wirkt, dass sie dann mehr Kreaturen betreffen oder dass der Effekt oder der Schaden stärker wird. Jetzt schauen wir uns mal an, was bei einem Zauber genau da steht eigentlich. Es steht beim Zauber immer da, was die Wirkzeit ist, was dafür benötigt wird an Komponenten und wie lang die Dauer des Zaubers ist. Und als vierten Punkt meist noch die Reichweite. Die meisten Zauber haben bei der Zauberwirkzeit die Dauer von einer Aktion. Es gibt aber auch Zauber, die beispielsweise als Bonusaktion, als Reaktion gewirkt werden können oder aber einen längeren Zeitraum benötigen, beispielsweise über mehrere Tage. Dungeons & Dragons teilt die Komponenten, die man braucht, um einen Zauber zu wirken, in 3 große Sparten. Das ist zum einen das Verbale, also das, was man sagt, dann die Gestik und zu guter Letzt die materiellen Komponenten, die man braucht, um einen Zauber zu wirken. Die Worte verbal ist ganz klar, man spricht irgendeinen Zauberspruch, damit man den Zauber wirken kann. Die Gestik, man deutet zum Beispiel auf einen Punkt, man macht irgendwelche ausholende mystischen Bewegungen, um ein Schutzschild zu beschwören oder ähnliches. Materialkomponenten sind zum Beispiel, wenn du einen Fledermausflügel brauchst, Sulfur, den von einem Blitz getroffenen Ast eines Baumes, und die sind aber meist ersetzt durch deinen Komponentenbeutel bzw. deinen Arkanenfokus, den du als Klasse hast. Es sei denn, es steht ein Geldwert dabei, dann brauchst du tatsächlich den Gegenstand in deinem Besitz, um den Zauber wirken zu können. Für die Dauer, die ein Zauber hat, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder passiert es gleich und ist sofort eingetreten und ist dann fertig, oder es dauert über einen längeren Zeitraum. Hier tritt die sogenannte Konzentration ein. Das heißt, der Zauber muss seine Konzentration aufrechterhalten, dass dieser Zauber über längere Zeit gewirkt werden kann. Diese Konzentration kann der Zauberer so lange aufrechterhalten, bis er getroffen wird, von einem Gegner Schaden nimmt und dann einen Konstitutionsrettungswurf machen muss, stirbt oder bewusstlos wird oder aber einen anderen Zauber wirkt, der mit Konzentration zusammenhängt oder er sich frei dafür entscheidet, die Konzentration fallen zu lassen. Bei der Reichweite gibt es auch 2 Möglichkeiten. Die erste ist, dass dabei steht, dass man einen gewissen Meterabstand braucht oder eine gewisse Reichweite hat, wo man den Zauber wirken kann. Oder man hat die Möglichkeit, dass man irgendwelche Personen berühren muss. Das heißt beispielsweise Touch ist dann dabei. Oder aber, wenn man den Zauber auf sich selber wirken kann, steht selbst dabei. Das heißt, man berührt sich zum Beispiel selber und wirkt dann magische Rüstungen auf den eigenen Charakter oder wirkt Schild auf sich selber.
Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es war verständlich erklärt für euch alle. Ihr bleibt möglichst gesund, die Würfel fallen weiterhin möglichst günstig für euch und wir sehen uns morgen wieder zum Video, wo wir uns mal anschauen, wie Zauberangriffe überhaupt funktionieren.